Ich brauche Träger fürs Hauptlager. Obwohl ich mir nicht mal sicher bin, ob ich die brauche. Ja, ein Dreifamilienhaus mit einem Träger wird es tun. Denke ich mal. So. Steintor ist erwachsen. Steintor zieht in das Zweifamilienhaus, Dreifamilienhaus hier ein. Wie viele unverheiratete Frauen haben wir noch? Gar keine. So, Steintor wird Farmer. Das bedeutet halt, für jedes Haus, was ich jetzt baue, also Familienhaus, muss ich eine neue Frau vorher oder gleichzeitig einen Auftrag geben. So, du hilfst beim Farmen. Und guckt euch das mal an, wir haben schon so viel Mehl jetzt, was wir einlagern müssen. Geschirr wird auch langsam gemacht und eingelagert. Eine Möbelwerkstatt könnte ich nur hier unten bauen. Das heißt, ich warte noch, bis hier ein bisschen Baum weg ist. Okay, den südlichen Bereich, da haben wir schon alles erkundet. Hier ist nochmal ein Berg mit richtig Gold und Eisen, obwohl das war der, den wir vorhin schon entdeckt hatten. Das sieht fast aus wie so ein Meteoritkrater. Du hast Töpfer erfunden und hast dabei auch gleich die benötigte Marmelade hergestellt. So, Lebenssammler. Steinmetz macht Goldsucher und Goldschmied. Das brauchen wir aber erst etwas später, weil noch haben wir Stein, oder? Ja. Nehmen ist im Augenblick Mangelware. Das Gute an der Map ist, es gibt wirklich genug Bärensträucher vorkommen, wo sich unser Kundschaft da dran vollfuttern kann. Ja, will. Ja, will. So, da du gerade voll bist und wir Holzwerkzeuge bräuchten, machst du mir mal bitte wieder neun Stück? Ah, du pennst gerade, oder? Nein, du bist wach. Gut.
Macht der Fluss hier bald eine Biegung oder laufen wir uns sonst hier lang? Du kannst trainiert werden, das ist gut. Also ja, ich denke, Nahrung ist jetzt gerade kein Problem mehr. Sogar unser Jäger ist überlastet, was die Nahrung angeht. Und ja, hier oben ist Sackgasse. Aber netterweise hat man uns Bärensträucher hier gelassen, was wir essen können. Das heißt, wir marschieren hier runter zu den Bärensträuchern zurück. Decken dann weiter auf. Ich finde es lustig, dass wir das Hauptlager hier haben und nicht das hier. Wobei ich das Langschiff als Hauptlager immer noch am coolsten finde, muss ich sagen. Das wirkt irgendwie am meisten nach Wikingern. Jetzt, da wir schon eine Mehlüberproduktion haben, wird es auch wahrscheinlich bald eine Weizenüberproduktion geben. Jo. Vor allem mit zwei Farmern. Und guckt euch das an. Hier ist auch ein Haufen Gebärenzeug. Oh, du musst schlafen. Okay. Ja, ich werde ihn dann doch mal zurückschicken, damit wir den Platz hier abroden können. Also hier will ich alles freigerodet haben. Denn wir brauchen Platz für den Schuster. Mach euch noch ein paar mehr Holzwerkzeuge. Kleiner Vorrat schadet nicht. Okay. Ich würde mal sagen, ich gehe wieder auf die andere Seite zurück. Lass ihn unterwegs futtern. Du benötigst ein Holzwerkzeug. Gut, dass ich gerade welche herstelle. So, du hast jetzt deine Warenmenge hergestellt. Also kannst du Holz sammeln. Und ja, ich werde hier wirklich alles an Holz wegmachen. Er kann hier Holz hacken gehen wieder. Ah, die Obstbäume brauchen wir nicht. Wir können uns mit dem Bäcker alleine sehr gut versorgen. Zur Not kann ich immer noch einen zweiten Bäcker einstellen.
Ich muss jetzt aber erstmal meinen Kundschafter zurückholen. Damit er für mich ein bisschen rodet. Und ihm vielleicht auch mal was anderes zu essen geben, als die ganze Zeit nur Beeren. Mann, hier sind so viele Schafe. Eigentlich sollte ich dann... den Weber und so dorthin verfrachten. Oh, du bist hundemüde eigentlich. Dann leg ich mal jetzt Unterholz und penne eine Runde. Da kann jetzt eine Möbelwerkstatt hin, das passt gut. So, in dem Bereich Abholz, bitte. Weil hier sind auch 5 Schafe. Das dürfte eigentlich reichen für einen Weber. Ja, hier am Ufer machen wir kompletten Kahlschlag. Einfach mal. Also Holzfäller hat hier genug Holz und für zur Not können wir ihn dann später weiter rein verlegen. Die da bitte auch mal weg, wenn es geht. So, war nur der eine, das da ist schon umgefallen. So, dann machst du hier oben weiter Kahlschlag. Weil eine Schäferhütte können wir jetzt hier gut reinbauen. Wobei ich erstmal ein Dreifamilienhaus, nein, noch brauche hier. Das heißt, du kriegst schon mal eine Tochter. Du gehst jetzt erstmal in die Bäckerei essen. Vielleicht vom Bäcker. Ja, okay, dann schläfst du mal eine Runde.